Am heutigen Morgen begrüßen wir Hongkong vom Dach des Hotels. Und los geht's. Es war nicht weit bis zum Jademarkt, aber der Eingang ist eine Baustelle. Offiziell öffnet der Markt um 9 Uhr und jetzt ist es 10.30 Uhr. Dennoch sind nicht alle Stände offen. Auch die Zahl der Kunden ist überschaubar. Das ist ein großer Markt und die Jadekunst, die hier angeboten wird, ist wirklich wunderbar. Und weiter geht's. Der Tin Hau Tempel ist ganz in der Nähe. Der Tin Hau Tempel. Der Tin Hau Tempel ist bzw. sind eigentlich mehrere Tempel nebeneinander, die wir der Reihe nach besuchen. Wir verlassen den Tin Hau Tempel. Zur U-Bahn. Es ist zwar noch ein bisschen zu laufen, aber wir sind auf dem Weg zu einem ganz wichtigen Ziel. Das Tim Ho Wan Restaurant, das günstigste Ein-Stern-Michelin-Restaurant der Welt. Ein ganz tolles Dimsum-Restaurant, in dem immer viel los ist. Und diese Dimsum-Gerichte haben wir uns bestellt. Die Speisen in diesem Restaurant sind absolut ausgezeichnet und gar nicht teuer. Und wieder geht's zur U-Bahn. Die Prince Edward Station. Zum Geschichtsmuseum von Hongkong. Hongkong Museum of History. Die
die prähistorische Abteilung. So viel Natur hätte man für Hongkong eigentlich gar nicht erwartet. Das frühere Leben in Hongkong. Ich gehe mal davon aus, dass ich den Trägern etwas zu schwer wäre. Wir haben keine Zeit und müssen durch das Museum eilen. Wunderbare Traditionen. Die neuere Zeit. Und jetzt folgt der Endspurt. Noch ein paar letzte Einkäufe im Supermarkt. Das Gepäck im Hotel abgeholt und zum Bus, der uns zum Flughafen bringt. Auf Wiedersehen, Hongkong! Eine interessante Fahrt. Und schon sind wir am Flughafen. Noch ein kleiner Imbiss, Barbecue Pork with Lemon Tea. Ein hübscher Flughafen. Und hier ist schon unser Flugzeug. Damit ist unser Aufenthalt in Hongkong beendet. Wir verabschieden uns und wünschen allen Gottes Segen.